als Valentin von Terni im 3. Jahrhundert nach Christus heimlich Paare traute, denen die Eheschließung eigentlich nicht erlaubt war, konnte er noch nicht ahnen, dass das Jahrhunderte später einmal im Jahr zum Valentinstag einen Ansturm auf den Einzelhandel auslösen würde. Denn Valentinstag ist inzwischen nicht nur der Tag der Liebe und der Romantik, sondern auch des Konsums. Daher stehen einige dieser Traditionen eher skeptisch gegenüber, so auch in Oldenburg. Ich halte da nicht so viel, allzu viel von. Also ich mache da nichts, weil ich denke, einen Tag im Jahr, wenn man eine Freundin hat, dann kann man das auch ein ganzes Jahr machen, sie beschenken oder für jemanden da sein und nicht nur einen Tag des Jahres. Ich weiß ja, dass es eine Erfindung von der Wirtschaft ist, aber es ist ein ganz netter Tag eigentlich, wenn man denn gerade vergeben ist, sonst bringt es natürlich nichts. Ehrlich gesagt, für mich ist das Blumenverkaufmacherei. Das stimmt natürlich, denn besonders die Blumenläden profitieren von diesem ehemals rein amerikanischen Brauch, der inzwischen auch hierzulande zelebriert wird. Es ist schon deutlich was anderes als einen normalen Wochentag, wollen wir sagen. Ne? Das ist auf jeden Fall. Da muss man schon mit dem Einkauf auch so ein bisschen da vorbereitet sein, dass ein bisschen mehr weggeht. Aber auch Parfümerien und Süßwarenläden haben an diesem Tag Hochkonjunktur. Definitiv, es ist also am Valentin oder kurz vor Valentin, ist also ein erhöhter Kundenzulauf auch in der Filiale, weil viele halt nochmal für ihren Liebsten, für sie oder für ihn halt entsprechend nochmal ein kleines Geschenk sich holen möchten. Und dann beraten wir gerne und da wird natürlich ein bisschen mehr zu tun. Einige nehmen den Valentinstag also doch zum Anlass, ihren Liebsten etwas Gutes zu tun. Ja, das ist doch, kann man doch seiner Freundin mal was Schönes tun und dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Schöner Tag, Tag der Liebe. Man wird ja auch befördert, man kriegt auch schon Geschenke, ne? Man wird ja verwöhnt von oben bis unten. Das ist das Schönste am Valentinstag. Dem Partner mal Danke zu sagen oder so, gut. Aber das kann man auch an anderen Tagen, denke ich also auch. Aber das ist jetzt ein schöner Anlass, mal dem Partner Danke zu sagen. Denn ein bisschen Romantik kann ja zwischendurch auch nicht schaden, ob nun mit oder ohne Geschenk. Ein schlichter Gruß tut es schließlich auch. Ich grüße meinen Freund Tobias. Ja, und ich liebe ihn. Ja. Ich grüße meine Freundin Jennifer Behrens. Dann grüße ich meinen Freund Justus. Ich liebe dich. Konsum hin oder her, wir wünschen allen einen schönen Valentinstag.